Willkommen bei No Worries Biology. Mein Name ist Anja Doll und heute möchte ich darüber sprechen, worauf man beim Erstellen von Vokabellisten für DFU-Klassen achten sollte. DFU, Deutsch im Fachunterricht, bezeichnet Fachunterricht in deutscher Sprache, an dem Lernende teilnehmen, für welche Deutsch nicht ihre Muttersprache ist, wie ich bereits an anderer Stelle ausführlicher erklärt habe. Damit diese Lernenden aktiv am Unterricht teilnehmen können und sich inhaltlich mit dem Lernstoff auseinandersetzen können, sollte in DFU-Situationen die Unterrichtssprache neben dem Inhalt des Fachunterrichts ein wichtiger Reflexionspunkt sein. Und dazu gehört definitiv auch die Arbeit mit und an neuem Vokabular. Wenn neues Vokabular im Unterricht eingeführt wird, können die Lernenden die Vokabeln entweder an der aktuellen Stelle in ihren Aufzeichnungen oder in einer separaten Vokabelliste aufschreiben. In jedem Fall sollten die Lernenden, wenn sie mit einer neuen Vokabel vertraut gemacht werden, diese sowohl hören, sprechen, lesen als auch schreiben. Am Ende einer Stoffeinheit kann die Lehrkraft dann noch einmal eine Liste mit den gesammelten Vokabeln zum Abgleich bereitstellen. Aber selbst wenn sich die Lehrkraft gegen diesen Schritt entscheidet, sollte sie für sich selbst über eine solche Liste verfügen, um das in der Lerneinheit angestrebte Vokabular nicht aus den Augen zu verlieren. Während meiner Arbeit mit DFU-Klassen und als DFU-Koordinator sind mir diesbezüglich eine Reihe von Angewohnheiten aufgefallen, die häufig auftreten und die man leicht optimieren kann, um den sprachlichen Fortschritt der Lernenden so zu erleichtern. Das erste sehr häufig auftretende Phänomen sind Vokabellisten, die ausschließlich oder fast ausschließlich Substantive beinhalten. Das ist ganz natürlich, denke ich, da die Wörter, an die die meisten von uns zuerst denken, wenn wir das Wort Vokabel hören, Substantive sind. Der Bunsenbrenner, die Pipette, das Mikroskop. Aber niemand kann erfolgreich kommunizieren, wenn ihm oder ihr nur Substantive zur Verfügung stehen. Und das gerade ist ja das, was wir bei unseren Lernenden erreichen wollen: erfolgreiche Kommunikation. Deshalb ist es unerlässlich, beim Erstellen von Vokabellisten darauf zu achten, dass neben Substantiven auch Verben und mindestens noch Adjektive darin enthalten sind. Eigentlich eine Kleinigkeit, die problemlos umgesetzt werden kann, und doch sollte man sich diesen Hinweis beim Erstellen von Vokabellisten zuweilen immer mal wieder in Erinnerung rufen und reflektieren und prüfen, ob die verschiedenen Wortarten in ausreichender Balance vorhanden sind. Ein weiterer Trend, der insbesondere in bilingualen Lernsituationen oft vorkommt, ist, dass die Vokabellisten das angestrebte Vokabular in der Zielsprache enthalten und dann in einer zweiten Spalte die Übersetzung dieser Vokabeln in die jeweils andere Sprache. Da wir im Fachunterricht mit dem Aufbau von Fachvokabular beschäftigt sind, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Lernenden diese Vokabel bisher weder in der einen noch in der anderen Sprache kannten. Und solche zweisprachigen Vokabellisten fordern die Lernenden implizit dazu auf, die Vokabeln in beiden Sprachen zu lernen. Mir nichts, dir nichts, ist das mal eben der doppelte Arbeitsaufwand. Das kann leicht zu einer Überforderung werden oder zumindest als eine solche wahrgenommen werden. In bilingualen Lernsituationen ist das Ziel nicht, dass die Lernenden in beiden Sprachen fließend über alle Themen sprechen können, sondern es geht darum, themenspezifische sprachliche Teilkompetenzen aufzubauen. Thema A wird also in Sprache 1 behandelt und die Lernenden bauen in dieser Sprache ihre kommunikative Teilkompetenz zu Thema A auf. Thema B wird dann in Sprache 2 besprochen und wieder erwerben die Lernenden themengebundene sprachliche Kompetenz, nur diesmal in Sprache 2. Mit zunehmender Sprachkompetenz fließen diese sprachlichen Teilkompetenzen natürlich mehr und mehr ineinander. Oder zumindest hofft man das. Aber die Vermittlung der einzelnen Themen sollte ausschließlich in der einen oder
der anderen Sprache geschehen. Daher sollten auch die Vokabellisten zu einem Thema einsprachig gehalten sein. In einer Spalte zum Beispiel die Vokabeln und in der nächsten eine Erklärung oder Erläuterung in derselben Sprache. In einer dritten Spalte kann man dann noch einen Beispielsatz, in welchem die Vokabel im Kontext verwendet wird, anfügen. In jedem Fall sollte in der Zielsprache verblieben werden. Die ersten beiden Hinweise, die ich hier gegeben habe, bezogen sich also zusammenfassend darauf, dass Vokabellisten verschiedene Wortklassen enthalten sollten und dass die Erklärungen, die zu den Vokabeln gegeben werden, in der gleichen Sprache gehalten sein sollten. Jetzt möchte ich noch darauf eingehen, welche weiteren Informationen in Vokabellisten nicht fehlen sollten. Dabei werde ich konkret erst auf Verben und dann auf Substantive eingehen. Nicht selten sieht man Vokabellisten, in denen Verben nur im Infinitiv angegeben sind. Zum Beispiel das Verb atmen. Damit Nichtmuttersprachler dieses Verb nun verwenden können, benötigen sie einige Hinweise darauf, wie sich atmen grammatisch verhält. Zum Beispiel, wie es konjugiert oder gebeugt wird. Dabei gibt man in der Regel die erste oder die dritte Person Singular Präsens an. Ich persönlich benutze meist die erste Person und werde deshalb auch die Beispiele so gestalten. Aber auch die dritte Person ist durchaus gängig. In unserem Fall also, ich atme. Des Weiteren wird die erste oder dritte Person Singular Präteritum gegeben, ich atmete. Und das Partizip 2 mit sein oder haben, je nachdem, wie das Perfekt der Verbform gebildet wird. Ich habe geatmet. Schauen wir uns noch fliegen als weiteres Beispiel an. Fliegen, ich fliege, ich flog, ich bin geflogen. Durch die Angabe dieser drei gebeugten Formen des Verbs können die Lernenden auf einen Blick erkennen, ob das Verb regelmäßig, so wie atmen ist, oder unregelmäßig, wie fliegen, konjugiert wird. Und sie erfassen problemlos, ob das Perfekt mit sein oder haben gebildet wird. Darüber hinaus ist es gerade bei jüngeren Schülerinnen und Schülern hilfreich anzuzeigen, welche weiteren grammatischen Eigenschaften das Verb hat. Handelt es sich beispielsweise um ein transitives Verb, das anders als atmen oder fliegen immer in Verbindung mit einem Objekt verwendet wird? Zum Beispiel etwas, und das etwas steht hier im Akkusativ, entnehmen. Ich entnehme etwas, ich entnahm etwas, ich habe etwas entnommen. Zusätzlich erhalten die Lernenden durch die Angabe der drei gebeugten Verbformen einen Hinweis darauf, ob die Vorsilbe eines Verbs trennbar oder untrennbar ist. Dies wird leicht verständlich, wenn wir dem Verb entnehmen das Verb wegnehmen gegenüberstellen. Etwas wegnehmen, ich nehme etwas weg, ich nahm etwas weg, ich habe etwas weggenommen. Zusammenfassend kann man also sagen, dass die Angabe dieser drei Verbformen zusätzlich zum Infinitiv für Nichtmuttersprachler immens wichtig ist, damit sie in der Lage sind, das neu kennengelernte Wort grammatisch so korrekt wie möglich zu verwenden. Schauen wir uns nun noch die Substantive an. Auch diese werden nicht selten ohne Angabe weiterer Informationen in Vokabellisten aufgeführt. Neben dem Plural, der natürlich eine sehr wichtige zusätzliche Information ist, brauchen Nichtmuttersprachler, gerade im Deutschen, auch einen Hinweis auf das grammatische Geschlecht des Wortes. Der, die oder das. Nehmen wir also zum Beispiel das Substantiv Achse als Beispiel, so sollte dies in einer Vokabelliste auch einen Vermerk zum Artikel, die Achse, und zum Plural, die Achsen, erhalten. Um dabei den Schreibaufwand so gering wie möglich zu halten, kann man auf bestimmte Abkürzungen zurückgreifen, die, wenn Lernende erst einmal mit ihnen vertraut gemacht worden sind, keine Verständnishürde darstellen und binnen kürzester Zeit wie selbstverständlich verwendet werden. So muss man zum Beispiel den Artikel der Vokabeln nicht ausschreiben,
sondern kann ihn abkürzen mit Strich R, Strich E oder Strich S. Das ist schon mal zumindest eine kleine Vereinfachung. Und wenn man sich dann den Plural genauer anschaut, sieht man, dass dieser sich in unserem Beispiel nur durch das angehängte N vom Singular unterscheidet. Statt Singular und Plural voll auszuschreiben, kann man auch einen Strich plus N verwenden und dadurch deutlich machen, dass die Singularform wiederholt und an diese ein N angehängt wird. Das sieht dann also so aus und wird gelesen als die Achse, die Achsen. Analog ergeben sich die Beispiele der Zeiger, die Zeiger, wobei hier Singular und Plural erstmal nur im Artikel zu unterscheiden sind. Und das Besteck, die Bestecke. Bei Vokabeln, die im Plural einen Umlaut, also ä, ö oder ü enthalten, kann man dies durch zwei kleine vertikale Striche über oder nach dem horizontalen Wiederholungsstrich anzeigen. Zum Beispiel das Becherglas, die Bechergläser. Bei Substantiven, die keinen Plural besitzen, wird dies üblicherweise durch einen diagonalen Strich angezeigt. Zum Beispiel die Wärme, kein Plural. Darüber hinaus kann man die Lernenden unterstützen, indem man das grammatische Geschlecht des neuen Substantivs durch eine Farbe symbolisiert. In der Regel verwendet man hier Blau für das Maskulinum, also der, Rot für das Femininum, also die, und Grün für das Neutrum, also das. Der Versuch, die Versuche, die Beschreibung, die Beschreibungen, das Diagramm, die Diagramme. Das war's zu den Hinweisen, die ich für das Erstellen von Vokabellisten für wichtig halte. Auf www.noworriesbiology.com gibt es noch eine Vielzahl weiterer Videos und Materialien zur Sprachförderung im Fachunterricht. Schaut doch dort mal vorbei und bis zum nächsten Mal.